Was machst du denn da? Der fängt mir um! Hallo! Was ist denn? Ja. Morgen! Morgen! 10 Minuten zu spät, ne? Ja, ich stand im Stau. Im Stau? Im Fahrrad? Meine Mutter hat mich ja gefahren. Dann bring mal deine Tasche ins Auto. Was machen wir denn heute? Wir fahren hier eine Solarrollade. Sollen wir das einbauen? Ja. Okay, pass auf. Kannst du die schon mal einladen? Ja. Ins Auto. Hey. Ja? Was machst du da? Laden. Ja, mach nochmal raus. Mach dir doch erstmal Platz im Auto. Jetzt zieh dir hier die Sachen beiseite. Jetzt probierst du das nochmal. Ja. Ja, morgen, Chef. Hör mal auf. Ja. Ich kann das machen. Der Chef hat angerufen. Wir müssen ein Aufmaß von dem Dach machen. Der liegt leider krank im Bett heute. Okay. Brauchen wir denn irgendwas? Was mitnehmen? Nimmst du mal den Sicherheitsgurt mit? Ja. Du kommst mit aufs Dach. Dann kannst du dich mal ansichern, dann siehst du, wie das alles aussieht. Ja. Dann brauchen wir ein Bandmaß, ein Gerät. Das haben wir aber alles im Auto. Also du kannst nur die Sicherheitsgurte reintun und dann fahren wir direkt. Ja. Guck mal, liegt da das Bandmaß? Bandmaß? Ja. Damit messen wir das ganze Dach auf? Ja. Okay. Kennen Sie nicht Airteam? Was für ein Ding? Airteam, die Roof Inspector. Hab ich Ruhe mit dem Scheiß. Braucht man da spezielle Schuhe? Dachdecker Sicherheitsschuhe. Was sind das für Schuhe? Dachdecker Sicherheitsschuhe. Okay, schön. Danke. Kannst du einsteigen? Wo ist die Baustelle? Hier gibt's mal bitte die Adresse ins Navi ein. Wie geht das? Junge, du kannst nicht, ne? Warte, ich fahr mal gerade mein Auto rein. Ist das ein Dach pro Auto? Ja. Schön. Finde ich auch. Wie, und Sie hatten einen Monat Urlaub? Ja. Muss sein, Junge. Bei unserem Job. Und wie war das Wetter so? War sehr gut. Müssen wir denn normalerweise immer aufmessen oder ist das jetzt nur, weil der Chef krank ist? Das ist nur, weil der Chef krank ist. Können wir kurz mal an der Tanke anhalten? Nein. Ich wollte mir Kippen kaufen. Hast du Pech gehabt? Wir morgens mitbringen. Ja, okay. Nein, wir haben keine Zeit. Du bist 10 Minuten zu spät gekommen, das müssen wir wieder reinholen. Okay. Ey, bitte. Ey, was machst du denn da? Was denn? Mach die Scheiße aus. Ey, was machst du denn da? Was denn? Mein Trinken. Okay. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Entschuldigen Sie bitte. Was trinkt das aus? Trink! Nein! Was trinkt das? Mach Spaß! Ja. Ah, wir haben das Lasermessgerät vergessen. Toll! Warum rufen wir denn nicht Airteam an? Lass mich in Ruhe mit dem Airteam. Wie kommst du da drauf? Was ist das? Airteam? Schon nie gehört, lass mich in Ruhe mit. Können wir hier an der Tanke anhalten? Nein, wir haben keine Zeit. Du bist heute Morgen 10 Minuten zu spät gekommen. Das müssen wir wieder reinholen. Ich wollte mir was zu trinken kaufen. Nein. Danke. Hier ist gleich ein Fuß. Hier ist noch eine Tanke. Hast du dir heute Morgen keine Brote gemacht? Brote habe ich. Ich habe kein Trinken. Dann musst du verdorsten, kann ich nichts für. Musst du dir morgens dein Trinken mitbringen. Was meinst du, wo wir hier sind? Läppische Sache. Ich gebe dir gleich läppische Sache. Kannst du mal zu Fuß zur Baustelle laufen? Dann weißt du, was läppisch ist. Soll ich schon mal Airteam anrufen? Ey, wenn du jetzt noch einmal was von Airteam sagst, ey, dann flippe ich aus. Wo fahren wir hin? Wo sind wir hier? Wir fahren jetzt auf Montage nach Madrid. Schön. Hast du zu Hause Bescheid gesagt, dass du 2 Wochen nicht nach Hause kommst? Nee, hab ich nicht. Das ist schlecht, ne? Wo sind wir hier? So, das ist wirklich abgelegen, ne? Bauen wir die Rolllade denn ein heute? Nee. Haben wir nur so eingeladen, damit wir die einmal mitnehmen. Sieht die auch was von der Welt? Okay. Den hab ich einfach mal mitgenommen, fährt die ein bisschen durch die Gegend. Natürlich bauen wir die heute ein. Was stellst du denn für Fragen? Machst du das zu Hause auch immer? Glaubst du, wir brauchen jetzt den ganzen Tag, um das Dach aufzumessen? Weiß ich doch nicht. Wann sind wir denn da? 1,5 Stunden. Siehst du doch auf den Navi, hast du doch eingegeben. Kannst du gucken. 1,5 Stunden? Ja. Können Sie mich danach nach Hause fahren? Nicht die Wohlfahrt.
Ja, so sehen sie aus. Oh, ein Pferdchen. Hä, hier rein? Das kann niemals richtig sein. Hier sind wir völlig falsch. Am Arsch der Welt. Was sind wir hier? Das ist komplett falsch. Was hast du denn hier für eine Scheiße gemacht? Müllabladen verboten. Hör mal, du hast die falsche Stadt ins Navi eingegeben. Nein. Hör mal, der Kunde wartet. Wir müssen doch... Ich hab doch die Stadt eingegeben. Nein, du hast die falsche Stadt eingegeben. Eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Ey. Kriegt man denn eine Gefahrenzulage? Aufmessen? Das willst du jetzt haben. 50 Euro die Stunde? Ja. Ja, kriegt man. Ja? Ja, kriegt man. Musst du nur gleich zum Chef reingehen und sagst dir, ja, ich hätte gern hier die Gefahrenzulage. Ja. Dann gibt er dir so, stimmt, 70 Euro die Stunde. Ja. Musst du nur mit dem reden. Okay. Guten Tag. Ich wollte nur kurz das Dach machen. Ja. Das ist der Praktikant. Sicher. Okay. Und dann einmal kurz Bescheid wissen, dass wir jetzt da sind. Toll. Super. Sind Sie Franzose? Ja, dann machen wir die Leiter vom Auto. Ja. Ne, dann müssen wir die Leiter anstellen und dann gehen wir mal aufmessen. Ja. Boah, Sie haben ja super geparkt. Nächstes Mal kannst du wieder fahren mit deinem Sitz. Ja, ich kann schon besser, ne? Hol mal das Buch, das habe ich vorne auf die Motorhaube gelegt. Ja. Du darfst selbstverständlich die Leiter nehmen. Ja. Aber kriegst du das hin? Ja. Gut. Ah, der fällt mir um. Ah, fuck. Komm, ich helfe das mal. Nimm mal das Buch. Ja. Gehst du mal ganz kurz vorne hin. Dann hältst du mal drauf. Du musst das festhalten. So, guck mal, und jetzt machst du so, so, ne? Und dann trägst du die so. Ja. Okay? Ja. Frag, ob du das kannst, du hast ja gesagt. Ja, ich dachte auch, ich kann das. Oh! Guck mal, siehst du das nicht? Nee, hab ich nicht gesehen. Der ist noch neu. Der ist noch neu. Guck mal. Komm, wir machen das zu zweit. Geh da hinten hin. Okay. Komm mal hoch. Ja. Oh nein! Ah. Ah. Boah, ist mir warm! Boah, ist aber anstrengend! Ja, so ist das als Dachdecker. Wie geht denn das? Wie gehst du rein? Wo rein? Hier rein? Aber da stimmt doch was nicht. So, hier gehst du rein. So. Das zieht aber. So ist das. Sicherheit geht vor. Soll ich auch hochkommen? Ja, wo fangen wir denn an? Ah. Das Maß. Hab ich schon vergessen. Komm, cool. Was hast du denn jetzt? Ich hab's gesucht. Wir messen gerade den First auf. Wo muss ich ihn hier halten? In die Mitte. Auf, dann zeichnen wir das Dach grob auf, dass wir die Maße eintragen können. Ja. Das Ding drückt aber. Von oben zeichnen? Nee, von unten. Okay. Natürlich von oben, wir sind doch auf dem Dach. Was ist das dann? Ein Dach. So, hier 5,10 Meter. Gehst du mal runter, messt da. Ja. Ah. Hey. Ich hänge. Bis wohin? Bis Ende. Wie hast du da? 2,30 Meter. Wie 2,30 Meter? Kann nicht sein. Ah ne, 5,10 Meter. Roll mal auf. Was hat jetzt nicht gemerkt? Was denn? Ja, wir haben keine Ziegel dabei, genau am First. Tut mir leid.
verliert sich. Na toll. Gib mal deinen Zollstock. Hab keinen. Hast du keinen Zollstock dabei? Du musst doch einen Zollstock dabei haben als Dachdecker. Ich hab vergessen, tut mir leid. Ja, zu spät gekommen, Zollstock vergessen. Geh runter, geh einen Zollstock holen. So, hier. Ich geh mal runter zum Kunden. Ja. Du zählst jetzt alle Lüfter. Ja. Gehst du komplett einmal rum. Ja. Die Länge von der Rinne. Ja. Was sind denn Lüfter? Die müsste, da müsste das Flachdach auf. Ja. Gucken Sie mal, da steht ein Gerüst. Ist halt so. Hättest du das mal vorher gesehen, hätten wir uns den ganzen Humbug mit der Leiter sparen können. Naja. Okay, misst da alles auf, ich gehe runter zum Kunden, ne? Alles klar. Ja, alles gut. Aufpassen, ne? Ja. Ach, gar kein Bock. Ja. 120 Meter Dachrinne. Immer, du bist ein Typ. Ach nein! Du bist ein Typ, das ist der Horror. Kannst du dir die Leiter runtergehen und nicht vergessen, oben abzocken? Nein! Das ist aber anstrengend. Gibt's da keinen Lifehack für? Was hast du denn hier gemacht? Was denn? Was ist das für ein Aufmaß? Das ist nochmal aufgemessen. Ja, erklär mal was, ey. Ich bitte dich. Das hat wie 120 Meter Rinne für das Haus. Wie soll das denn funktionieren? 120 Meter, was hast du denn hier gemacht? Ja, ich hab's ein bisschen geschätzt. Hast du die dritte zugemacht? Ja, hab ich. Sicher? Ja. Ich muss nicht mehr gucken gehen. Nein. Hör mal, die sind doch offen. Die habe ich auch zugemacht. Nein, du hast nicht einen Tritt zugemacht. Das ist alles offen. Sorry. Komm, wie heißen die nochmal hier? Dieses Luft... Airteam. Airteam. Komm, ruf hier Airteam an und dann guck mal. Kannst du gucken, wie du das ausbadest, die Scheiße. Ja, hallo? Ja, ist da Airteam? Ja, ich brauche hier mal eine Dachvermessung. Ja, hier, mein Vorarbeiter stellt sich total an. Ich habe hier aufgemessen, aber ja... wäre schön, wenn Sie mal kommen könnten. Ja? Alles klar, perfekt. Ja, bis gleich. Danke. Tschüss. Ich habe die angerufen, die sind in 10 Minuten da. Ja, mach, was du willst. Also, kannst du gucken, wie du das wieder ausbadest? Bitte. Alles klar. Boah, stellt er sich an. Wo bleibt der denn? Ah. Hallo. Hallo. Was geht's denn? Ja, ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr einmal das Dach aufmessen? Ich habe da ein bisschen vermasselt, das Ganze. Der Vorarbeiter ist jetzt sauer und ja. Machen wir gerne. Geht los. Ja. Ist das eine Phantom 4? Genau, das ist eine Phantom 4 Pro, wie man sie im Handel einfach kaufen kann. Ja. Das ist für unsere Aufnahmen die beste. Cool. Boah. Super Überblick über das ganze Dach sofort. Ja. Mega. So, wir sind fertig. Ja. Kann ich sonst noch was für euch tun? Mein Geselle, der hat vor lauter Wut seinen Zollstock weggeschmissen. Okay. Könntest du nochmal nachschauen? Ja. Okay, ich kann gucken. Vielleicht finde ich ihn. Danke. Wo hat er den Zollstock denn verloren? Irgendwo im Gebüsch. Im Gebüsch. Okay. Dann schauen wir mal. Hier hinterm Haus im Gebüsch? Ich hab's, danke. Super, sonst noch was? Nee, das war's. Perfekt. Dann kriegen wir die Auswertung.
Das dauert so 3 bis 4 Tage, dann kriegt ihr die Auswertung per E-Mail zugeschickt. Perfekt, dankeschön. Ciao. Ciao. Aber ganz schön anstrengend heute. Mein Auto wechseln. Ihr Dachbohrauto? Ja. Darf ich fahren? Ja, klar. Steig mal aus, guck mal, wie weit ich hinten fahren kann. Ja. Was ist denn? Mann, ey! Ey! Wenn du hier stehst, kannst du dir vorstellen, dass ich da drinnen überhaupt gar nichts sehe? Möchtest du dich mal reinsetzen? Wo soll ich mich hinstellen? Was ich dich sehe im Spiegel, das ist doch nicht normal. Denkst du auch mal mit? Ja, ey. Morgen! Mahlzeit! Ja, ich will sagen, noch zu spät kommen. Wie oft darf ich? Du bist jetzt 4 Tage hier. Ja. Und du hast echt geschafft, das 4. Mal zu spät zu kommen. Entschuldigung. Ja, bei mir brauchst du nicht zu entschuldigen, hast du gesagt vom Chef. Apropos Chef, ich habe die Auswertung. Fertig. Zeig mal. Das war so, das ist hier die Zusammenfassung. Gesamtfläche 205 Quadratmeter. Anzahl der Dachflächenfenster haben wir 1. Anzahl der Lüftungsrohre 1. So, das sind die Bilder, die die gemacht haben. Von oben von der Drohne. Das ist nochmal von oben. So. Das sind die ganzen Bilder jetzt hier. So, nur das Dach jetzt. Genau hier bin ich ausgerutscht. So, so nochmal Draufsicht. Und hier haben wir die Maße. So, Sparrenlänge haben wir 6 Meter. Hier die kurze Strecke 3,70 Meter Sparrenlänge, Gradlänge. So, hier haben wir wirklich alle Maße, sogar von den Dachfenstern. So, jetzt haben wir hier die Dachflächen, 48,9 Quadratmeter, hier die große Fläche. Das wurde schon quasi von R-Team schon ausgerechnet. So, da sieht man ja auch die kleine Fläche, 9,5 Quadratmeter. So, das sind die Dachneigungen. Ne? 20 Grad, 34 Grad, 20 Grad haben wir hier. Also 12 Grad. So, hier sind die Dachfenster markiert. Und die Lüfter. So. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Lasst ihr immer schöne Kommentare da. Es freut uns. In dem Teil der Praktikant, Teil 3. Da stellen wir die Jungs vom R-Team vor. Machen eigentlich eine coole Sache, wenn du mal so ein kompliziertes Dach hast, wo du eigentlich echt Schwierigkeiten hast, die Maße zu errechnen. Dann kommen die, fliegen mit ihrer Drohne ein bisschen und das ist echt eine super Sache. Danke nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen da. Also nicht euren Daumen, sondern klickt den Daumen hoch an. So, und wäre auch super, wenn ihr uns abonnieren würdet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.